Tada! Ah! Ein Labellobus in meiner. Meiner Muss. Na komm, Abmarsch! Abmarsch, auf den Arsch! Wenn du einfach die Kopf nicht mehr brauchst, dann musst du eben mir gehen. Mhm. Muss ich? Ja. So ein Muss. Wie weit seid ihr denn mit dem? Zauberkiste. Noch gar nicht, hätte geschlafen. Okay. Morgen! Genau die mit Brötchen am Latz. Sitzt der da, der Spatz. Ab zur Arbeit. Oh, doch noch ein kleines gestern Abend. War zu stressig. Und den Lenker wollte ich auch bestellen. Warum ich nicht die? Ich hab noch dran gedacht, irgendwie so. Und du hast doch da oben eine Radfelge. Ist doch scheißegal, ob es ein Vorder- oder ein Hinterrad ist. Dann speichere ich bitte um. Das ist ja sowieso die Überlegung der Felge. Weil das ist ja Helikomatik. Und dass man einfach einen Felgenring ran macht. Ran. Und einfach nur umspeicht von links nach rechts. Weil Helikomatik ist ja nicht mehr. Nee. Und das ist ja wahrscheinlich eingefahren darauf auch. Und sie fährt ja in Süd mit. Aber da ist ein Auto hingefahren, der ist da, wie du siehst. Oh. Wenn du von da rauf guckst. Ja. Also im. Das stand an der Laterne dran und rückwärts so, wisst ihr? Hopp. Ja, kenne ich. Deswegen steht mein Fahrrad meistens immer weiter auf dem Bürgersteig. Naja, auf eben, an der Hausseite, ne? Ja. Und hier der Kollege Anwalt? Den hat sie jetzt von den Lenker zerlegt. Ja. Da haben wir einen anderen Lenkerin. Ja, danke, die schafft. Einfach so. Einfach so, sagt er. Auf einmal, pop, Bordstein kann durchfahren, pop. Ja, siehst du. Ja, das ist 6 Jahre dran und jeden Tag geheizt und schon ein paar Stürze hinter sich. Also ich glaube, das ist einfach egal. Ist gut, Jan. Toi, toi, toi. Nachdem wir das Licht gestern, vorgestern repariert haben, was hat er noch abends gemacht, ist dann gestern der Lenker kaputt. Mal gucken, was morgen ist. Morgen muss ja noch erstmal einfach damit fahren. Felgenring. Gestern habe ich gefragt, woran liegt das? Wenn man diesen wunderschönen Rad die Narbe blockiert. Jetzt kommt die Erklärung. Der gute Mann hat übersehen, da fehlt was. Das ist der Bremsanker. Der muss fest sein. Hat sich so angehört, als kommt da einer. Der muss natürlich fest sein. Ja, also das geht so nicht. Er ist aber einfach gefahren, immer gebremst, blub, blockiert. Gebremst, blub, blockiert. Ja, das ist natürlich nicht gut für den Rahmen auch und für die Narbe. Schauen wir mal, ich löse jetzt diese Mutter hier. Werde diesen hier, diesen Hebel, Bremsanker, werde ich wieder zurückdrehen einmal. Eine Stelle drum machen, die ja hier sich hier vorne befindet. Und das Ganze wieder fixieren. Entweder hat beim letzten Schlauchwechsel jemand vergessen, die Stelle ranzumachen. Hat sich gewundert, wo kommt denn die Schraube her und so weg. Oder eben das ist einfach abgefallen. Es sieht aber nicht danach aus. Also es sieht schon danach aus, als wenn es wirklich jemand vergessen hat. Und es ging dann 2-3 Mal gut beim Bremsen so irgendwie. Und dann eben auf einmal nicht mehr. Deswegen denkt immer daran, wenn ihr einen Schlauchwechsel am Hinterrad macht mit Rücktrittbremse, Bremsanker, Schelle ist definitiv zu befestigen. Sonst zerschrottet ihr euch auch die Narbe. Haben natürlich viele gewusst. Und so sieht es dann aus am Ende. Funktioniert wieder. Ja, Mäcki. Ah, frisch. Ah, oh, alles klar. Alles frisch. So, sag mal Nachrichten. Nachrichten, oh ja, ja. Mit der Gewürg. Über 1000 Berliner haben bereits weniger, wo jetzt schon die Mieten sinken, ja. Oh. Ob sie bei mir hoch sinken, wie sinken, keine Ahnung. Ich traue mir schon gar keine, ja nicht die Hauseigentümer anzurufen oder die Hausverwaltung. Wieso nicht? Ja, wenn die Mieten sinken, wie sinken, ob die auch bei mir hoch sinken, keine Ahnung. Du sollst doch nicht nachfragen, Herrgott. Warum nicht? Hör mal. Komm an doch mal, oder? Ja, ja, dann rufen wir an. Guck mal an, übermorgen ist die Kündigung drin.
Wir kann ja alle Kante lösen. Hör mal, Herr Mieter, Herr Vermieter, können wir mal die Mieten sinken? Sinken bei mir? Bei schönem Wetter? Aber heute wird es regnerisch, habe ich gehört. Nee, am Mittag vielleicht so arg regnen, ja. Aber jeder sagt, ach, ganz doch. Ich hab's auch nur gehört. Ich weiß nicht, ich gucke immer nur aufs Fenster und sage dann, so ist das Wetter. Oh ja, ja, ja. Genau. Ja, das, ja, was die Leute erzählen, so links, rechts, ja, regnerisch, ja, Sonnenschein, ja, warm, ja, kein. Jeder sagt schön, jeder wird danach schlecht. Die können schon alle gar nicht mehr richtig. Das liegt am Alter. Das liegt am Alter, wenn du das nicht mehr richtig hörst. Ja, aber halt, ich will das auch gar nicht. So. Willst du das nicht hören? Ich stehe auf, hab schon verstanden. Mach mein Ding und dann, wenn ich will, halt das Reden dämpfen. Dann ziehst du. Dann liegt man wieder ins Bett. Was? Corona. Ich mache einen Witz mit die Scheiße. Jetzt haben sie, das war gestern. Kurz bei Edeka, da haben die ganze Reale sind überall schon leer. Siehst du? Ich bin ja nicht der Einzige. Da ein, wie noch, ich habe mir nicht viel gekauft, aber das, was ich gebraucht hätte, war ja nicht da. Siehst du? Da muss ich etwas hinterher was bei Tentor. Weißt du was? Weil du nämlich Konserven kaufst. Was? Na, Büchsen. Du kaufst immer Büchsen. Und Büchsen haben sie nicht mehr. Büchsen ist aus. Ist gerade Jahrmarkt in der Stadt. Weißt du? Büchsen werfen. Vorher mussten alle gehen, da kriegt er das nicht schwierig und aber kriegt keine Ahnung. Das ist auch keine Büchsen mehr, glaube ich. Ja. Wenn du alle Tag Büchse ist es weg. Wenn der Busse in Neukölln. Ey, fahr mal noch ein bisschen außerhalb, dann kriegst du noch was. Ja, ja. Von irgendwo muss da die Scheiße kommen. Na, aus Asien. Ja. Aus Asien. Aus Asien, naja, das dauert noch eine Weile, ehe das weg kriegt. Kennt man in die Unterlucke, ich hab die ganze Straße. Gute Hose, warum siehst du nicht eben? Doch, sieh ich. Halt doch eben. Ja, Mensch, da! Du Matschkopf, ey. Ja, guck mal, plus einer sogar jetzt noch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Leute bis hinten. 16, da kam noch einer. So, jetzt aber hier. Mann, das ist ja. Tja, was soll man sagen? Corona macht die Welt. Wirtschaft kaputt auch, offensichtlich. Die Asiaten dürfen nicht mehr produzieren, die dürfen ja nicht aus dem Haus. Die keine Ersatzteile mehr. Froschrad, gestern. Das war heute. Heute wollte ich einen Lenker kaufen. Keine Lenker. Nur noch das, was so da ist. Die nächste Lieferung in 3 Wochen, eventuell. In 3 Wochen. Und Laufräder. Gestern Froschrad. Kunden, die mit dem Pegasus hier, den Pegasus haben will. Hierzu zu Froschrad. Ja, wissen Sie, das ist unser letztes Rad, was wir noch haben im Verkauf. Unser letztes Rad, was wir noch haben im Verkauf. Also, ich kann Ihnen das jetzt nicht lange reservieren. Da müssen Sie schon, also wir machen ja gleich zu. Ich kann Ihnen das bis morgen früh 10 Uhr reservieren. Ja, das ist ja schon mal was. Da meinte ich zu ihr, als er mir das erzählt hat, meinte ich zu ihr, machen die nicht erst um 10 Uhr auf. Verstehst du? Die reservieren ja nicht über die Schließzeit hinweg. Toll, fantastisch. Also darf kein Einbrecher kommen und die heute Nacht klauen. Und dann haben die kein Rad mehr zu verkaufen. Also zumindest nicht von diesem Modell. Die teuren, ja, die sind auch noch da. Aber diese Günstchen, alle weg. Und die wissen auch nicht, wann wieder nachkommt. Kreuzer. Verrückte Welt. Verrückt. Also wir leben auf dem richtigen Weg hier. Mit Recycling und Co. Und da bin ich ja ganz froh, dass Ende des Monats eventuell die ganzen Teile doch kommen. Tatsächlich. Ja. Auch wenn sie Schrott sind, dann wird die eben gebaut. Ja. Und dann haben wir hier gebunkert. Aber wie? Meine Fresse. Dann ist das Überleben gesichert. Du kriegst keine Teile mehr. Was soll denn das? Wunderschöner Katalog, 1500 Seiten stark, aber keine Teile lieferbar. Fakt ist, das macht nicht halt. Da geht gleich mal um, gucken, wie die Computer holen hier, wie der Versorgungsstand aussieht in der Welt. Hallo, ich wollte mal kurz dir ein Update geben, was bei dir so zu machen wäre.
Ja, also es wären die Bremsbeläge vorne und hinten sind zu machen. Schaltzüge und Hüllen, sowie für die Bremsen, also für die Schaltung. Die sind teilweise gebrochen und hier oben die, ja, es ist halt gebrochen, ne? Also die sind halt schon ein bisschen durch. Die Kette müsste gewechselt werden und dein Lichtstecker vorne, wie gesagt, der ist desolat, der. Und dann zudem ist hinten noch die Felge stark verschlissen. Also die ist an der Verschleißgrenze. Die kann man bestimmt noch diese Saison lang fahren, aber die wird dann definitiv nächstes Jahr fällig. Auch die Felge. Okay. Gut, alles klar. Ich melde mich, wenn es fertig ist, okay? Können wir zumachen? Ja, gut, okay, alles klar. Bis dann, ciao, ciao. Okay. Okay, Leute, also hier ist ja eine richtig Großbaustelle offensichtlich, ne? Also, was habe ich ihr gesagt? Hab da ja gehört. Alles Mögliche ist hier zu tun. Da beginne ich doch auch mal am Anfang. Also, dann muss man einfach ruckzuck durchziehen. Zack. Auf. Auf. Mal ein bisschen beeilen, ne? Damit das auch ein bisschen vorwärts geht hier. Das ab. Also zuerst strippt man mal, zieht, so mache ich das zumindest, rupft alles runter, was an dem Rad kaputt ist. Das ist ja hier eine ganze Menge. Mickey Mops. Zug Nummer 1 der neuen Mops und ei, ei, ei. Völlig verrostet hier oben. Schaut mal, da oben ist durch die Kappe gebrochen. Sowas muss man immer erneuern. Ja? Echt jetzt? Ich habe erst morgen Geburtstag, ich darf nicht. Okay, Tommy, dann ist heute Abend. Ja, danke. Korrekterweise. Nein, und dann kommt ich einfach wahrscheinlich einfach vorbei. Spätestens, also 21:30, 22. Das würde ich mal. Ich bin sowieso dann zu Hause. Alles klar. Ja, okay. Ja. Alles klar. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Alter, ich mach eine Weinstube hier drauf. 40 Kisten. Feinsten Cabernet Sauvignon. Aha. Ey, alle reden vom Bunkern, ich mach das. Die anderen reden doch nur. Vom Rotwein kannst du nehmen. Ja. Der Hand ist halb voll. Was für Geschäfte hier. Stehst du hier und kaufst Alkohol im Fahrradladen und verkaufe demnächst auch Alkohol. Bottled Wine, extremely fine. Komm mal ein bisschen drauf hier. So, so, liebe Leute, also. Hier hatten wir gerade das Problem, dass die Kette am Rahmen schliff. Und zwar hier an dieser Stelle.
Wegen dieser Schraube. Mit der jetzt die Gepäck, die Schutzblechstrebe fest ist. Jetzt habe ich die ein bisschen runtergeschliffen. Ja, hier. Bis aufs Maximale, was man es runterschleifen kann. Auf der anderen Seite ist es nicht so wichtig, da kann sie ruhig ein bisschen rausstehen. Aber auf der Seite ist wichtig, dass sie so knapp wie möglich ist. Und jetzt hoffen wir, dass es nicht mehr schleift. Ist ein bisschen Arbeit, deswegen machen viele das nicht und lassen das einfach so. Aber es nervt doch. Schleift, es klappert. Muss nicht sein. Auch da. Wir haben gar nichts mit der Feder. Das geht hier ganz recht simpel. Ja. Ha! Läuft! Das ist ja nicht wahr. Ich bin ja fast enttäuscht. Na komm. Ja, doch, das läuft. Das ist auch fest. Luft muss noch drauf, natürlich. Schaltung kann man sich sparen eigentlich. Die könnte ab, ne? Ja. Wie geht das? Ja. Bleibt noch, ja? Ich halt durch. Wie du hältst durch? Ich halt durch. Ja, wo? Schöne Idee mit dem Werkzeugfahrrad. Ja, dann zeige ich das schon Jahre. Ja, jetzt mehr, aber das erste Mal so wirklich aufgefallen, ja. Ja, so als Solitär draußen steht. Ja. Wahrscheinlich so elitär, solitär. Ja. Du hältst durch, das ist doch was. Ja. Wenigstens einer. Anstrengend wird immer anstrengender. Ja? Du siehst aber immer jünger aus, irgendwie von Jahr zu Jahr. Irgendwas machst du richtig. Ja, weiß nicht. Ja, wollte die Askese wahrscheinlich. Hä? Das ist die Askese. Ja, ich bin jetzt wieder mal in so eine Achtsamkeitsübung. 7 Wochen Fastenvorbereitungszeit und eine Woche, 11 Tage Fastenzeit. Ja, also davon 9 Tage nichts essen. Ja. 2 Tage nur ein Apfel. Also erster Tag und letzter Tag ein Apfel. Okay. Und 9 Tage dazwischen nichts essen, Tee, Stille, Schweigen, nicht reden. Okay. Also Schweigen ist noch zu hoch, die Übung für mich. Ich schaff's mal, wenn es hochkommt, 5 Minuten, 6 Minuten. Na, ja, ja, bist schon nah dran. Aber, an 9 Tagen. Aber nicht reden ist schaffe ich. Ja. Okay. Ja. Und dann bist du auch hier? In der Umgebung machst du das? Also ich habe ja keine andere Wahl und tatsächlich, also eine Bekannte von mir, befreundete Bekannte von mir, hat mir ihre Wohnung für die ersten 3 Tage angeboten, weil die ersten 3 Tage wirklich sehr schwer sind. Ja. Also das Darmlernen und da brauchst du viel Wärme und Achtsamkeit. Ja. Dann habe ich hoffentlich genug Kraft für die nächsten 6 Tage. Du hast da vorne nochmal Kundschaft. Nochmal? Ich mache mich weiter. Alles klar, na dann. Schönen Tag für euch, ja. Dir auch, gutes Gelingen, ne? Ja, danke. Was machst du denn da? Wir sollten mir das aufnehmen. Ah, hast du vom Wein genascht bei mir? Was? Hast du von meinen Spirituosen genascht? Wir sollten mir das auf den ganzen Tag schuld. Was hast du denn genommen für Zeug? Ach, ich habe hier alles genommen. Das ist ja alles wie letzte. Das ist genau 1a wie letztes Jahr. Also. Ah. Gott sei Dank. Wie Gott sei Dank? Habe ich einen Sitzplatz hier für dich, oder? Ja. Für Rentner und Kranke, bitte. Rentner und Kranke? Ja, ja. Bist du krank? Ja. Na ja, krank kann ich ja nicht mal sagen, aber... Bist du Rentner? Rentner bin ich, ja. So ja, halb und so halb, ja. Halb und halb. Halb bist, Rentner. Wisst ihr, wie ich heute Morgen getroffen habe? Nee. Alex? Nee. Ach, ja, der hat gerne getroffen. Nee. Der ist auf der Flucht. Na, wen denn? Die Konzertung kam, ja schon wieder auf der Flucht. Ja, aber wen hast du denn getroffen? Wie heißt denn der jetzt? Robert. Ach so, ja, der war auch schon hier. Ja. Der hat mir jetzt 2 Hemden geschenkt. Oh. Bei mir ist das heute von Mütter alles schief. Wieso, was denn? Ich weiß wohl, ja. Was denn? Mit der Arzt, hab mein Blutdruck gemessen, ich dachte, ich sterbe.
Dann wird er mal zum Arzt gehen, dann hat man Blutungsgerät mitgenommen. Wolfgang, ja, Wolfgang, eigentlich ist das jeden Tag auch das gleiche bei dir. Du misst deinen Blutdruck, denkst jedes Mal, du stirbst. Ah, ja, ich will dir jetzt einmal eins sagen, ein für alle Mal. Du stirbst. Ach, ja. Das ist Fakt. Irgendwann. Muss er nicht heute sein gleich. Mach morgen. Oder übermorgen. Ich will da nicht sterben. Eben, dann machst du halt, wenn du willst. Und dann ist gut. Dann machst du jetzt mal keinen Kopf. Na, wie gesagt, klar, jetzt bin ich auch mal meine Zwiebels reichen, bis ich im Januar komme. Wenn ich um 7 Uhr aufstehe, kannst du sagen, vor 10 wird das bei mir ja nicht. Manchmal. Die Hotelung, die hätte ich immer jede Runde spaziert, zwischendurch war, damit ich in Bewegung komme. Dann fahre ich immer wieder ein paar Minuten mit Fahrrad zwischendurch, damit der Kreis da ohne Schwung kommt. So, und dann bin ich überlege, wo willst du jetzt hin? Dann liegt jetzt mal eine Uhr, dann die da nicht spazieren, oder wo die da hin. Dann kommst du hierher. Das wollte ich passieren. Genau. Da muss ich mal nachher, willst du machen? Nee, das ist ja in Ordnung. Nee, das ist ja klar. Dann willst du das machen. Ja. Das ist ja hier Anlaufpunkt für alle möglichen Belange. Ach, Wolfgang, das wird schon. Ja, wer macht das? Alles Spaß, war los. Ich kann Freude am Leben, ich kann mit bauen, mich so. Das ist die Hauptsache. So sollte das eigentlich nicht aussehen. Nee, aber vom Prinzip her. Den raus, dort rein. Und dann wieder zusammenbauen. Ne? Genau. Ja. Genau. Und die kleine Unterlegscheibe da, die Dinge, die das egal. Ist ja hier auch. Okay. Und bitte. Was? Ich hab gepupst. Ach so. Das sieht immer so mechanisch an. Ich fand das. Oh Mann, bitte. Wolfgang ist verwirrt. Das ist auch schon ein bisschen übertrieben, oder? Kolo. Nee, die stellen ja da von dem Whisky stellen ja bloß genau einen Hektoliter her. Mama! Hallo. Hä? Ich hab mein Trinken. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Komm, sag mal, hallo. Hallo, Kussi. Aber Tipptopf. Tipptopf, ja. Und, ist gut so? Kannst du bleiben? Ja? Ist okay so? Ja. Jo. Ja. Was? Chefin hat geredet. Ja, Entschuldigung, du bist auch Chefin. Ja. Ich habe sehr viele Chefinnen. Nein. Nein? Nein, du hast Kinder. Ach so. Oh. Sehr viele Kinder, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Achtung, aua. Ach nee, oder? Oh nee, ey. Hat der Tommy nicht überprüft, ey. Zwei Stunden um. Also, ich sag mal, tschüss. Wir sehen uns morgen wieder. Macht die Tüte, bis dann, ciao. Sagt Tommy aus dem Kellerloch. Keine Aufnahmezeit mehr übrig. Also, bis dann, ciao. 12 Minuten haben wir noch. Ah, gut, für ein bisschen Blabla wird's reichen. Also, jetzt ist hier ein Rad reingekommen, das hat einen Unfallschaden. Da gab es wohl einen sogenannten Dooring-Unfall, so nennt man das wohl heutzutage. Also wenn ein Autofahrer die Tür aufreißt und, wie gesagt, das habe ich im letzten Jahr gelernt, und man dann als Radfahrer dagegen eiert, dann nennt man das wohl Dooring-Unfall. Man kann nicht sagen, man ist gegen eine Tür gefahren, sondern man sagt, ich habe gedoort. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, das Problem ist, guckt mal da, der Rahmen. Und das Kettenblatt. Zack. Zack. Zack.
Trittkugel ist kaputt. Man kann hier nicht einzeln die Blätter tauschen. Man muss die gesamte Kurbel tauschen. Wenn man die Kurbel tauscht, muss man hier auch die Kette tauschen, weil das ist verschlissen schon. Also aufeinander eingefahren. Es würde mit einer neuen Kettenradgarnitur vorne vermutlich nicht reichen. Ne? Also da halte ich auch nochmal den Messstab rein hier, diese Messlehre. Ja, passt, fällt durch. Haben wir gesehen. Ach. Tommy ist ein bisschen trottelig geworden über den Winter. Achtung. Zack. Ja. Und Spiel nach vorne und nach hinten. Wir alle wissen, wenn es knapp ist, dass es reinfällt, Kette tauschen. Dann kann es noch reichen, dann kann man noch Glück haben. Wenn es aber nicht mehr so knapp ist, so wie hier, den gesamten Antrieb tauschen. Also mit anderen Worten, Glück im Unglück. Da ja die gegnerische Seite jetzt den Antriebswechsel bezahlt. Also lieber zahle ich den Antrieb selbst und habe dafür aber nicht so einen Unfall. Ja, weil es kann ja auch mal ganz, ganz böse aussehen. Gut, bereite ich jetzt vor und morgen mache ich dann weiter. Also, bis dann.